Willkommen, liebe Freunde, Smash gewünscht. Smash gewünscht, gemütliche, gemütliche Casual-Gemütlich-Runde. Haben wir lange nicht mehr gespielt, Smash? Haben wir das lange nicht mehr gespielt? Nee, wir haben es, glaube ich, einmal bisher nur gemacht. Dann ist das ja okay, hoffe ich. Leute, ne? Ich glaube, wir haben es einmal zu dritt gemacht, glaub, mit Johnny noch. Einmal alleine und einmal mit Johnny, glaube ich. Also ist das echt, echt okay. Meine Lieben, da sind wir wieder. Langes her mit Smash. Und Wollo hat anscheinend privat... Warum hast du privat geübt? Habe ich, Regine. Ich habe für diesen Moment geübt, ne, wenn ich mich mal wieder gegen dich spiele. Ja. Ich hatte einfach Lust, ein bisschen Smash zu spielen. Entschuldigung. Da hatte ich auf dem Sofa mir gedacht, im Handheld-Modus könntest du eine Runde Smash spielen. War geil. Also die meiste Zeit schon. Also ich gewinne ja die meiste Zeit tatsächlich, wenn ich online spiele. Deswegen macht es schon Spaß. Ja. Aber ich bin halt so einer, ne, wenn ich dann einmal verliere, dann... Das ist vorbei, dann hört er auf. Dann mache ich immer relativ schnell aus, dann schon wieder. Das ist die Nuzlocke-Challenge. Wenn da verloren wird, ist vorbei. Dann ist er tot. Und dann mache ich erst so ein Stündchen später wieder weiter. Ja. Halt, aber ne? Hast du eine OLED oder eine normale Switch? Alter, Digga. Gerade mal. Ja, die normale Switch. Natürlich. Ich hätte gerne so eine OLED für den Helden-Modus. Die sieht so geil aus, ne? Ich habe das noch nie gesehen live. Michelle hatte ja eine und ich hatte ja eine normale. Das ist Unterschied wie Tag und Nacht, sag ich. Also wirklich wie Tag und Nacht. Ja? Ja. Das ist, als ob du von GameCube auf PS4 wechselst, gefühlt. Naja, so krass ist es nicht, aber you know what I mean. Hat nur gute Schwarzwerte, übertreib mal die Lage nicht. Nee, ist generell auch die. Es fühlt sich auch besser an und so. Das ist schon geil. Mach mich nicht heiß, Rigi. Mach mich nicht heiß. Ich glaube, die OLED ist schon. Für den Handheld-Modus ist die OLED geil. Aber ich glaube, jetzt lohnt sich nicht mehr zu holen. Also, vielleicht, wenn die Switch Deluxe draußen ist, dann die Switch U. Dann, hast du es jetzt mal, Nervi? Der macht nur eine Attacke die ganze Zeit. Hey, guck mal, wie du. Guck mal, lol. Kann du Feuerbälle machen? Sag mal. Ey, wie kann man denn so nerven? Sich aber bei mir mit Pichu beschweren wollen, ne? Ja, das hast du ja auch schon dreimal gemacht, die Attacke hier. Oder? Dreimal? Du hast gerade 50 Mal gefühlt ineinander diese Feuerbälle gespuckt. Wie so ein ekliger. Ja, muss ich ja. Wo spielt man den halt? Was willst du von mir? Ja, dann kannst du aber nicht bei Pichu sagen, ich sag mal so, spielt man Pichu halt. Yeah. Nee, nicht wie du. Ja, du hast übertrieben. Was regt ihr? Du hast wieder übertrieben. Leute, pass auf, ich benutze jetzt keinen Feuerball mehr, damit das nicht heißt, ne? Nein, mach doch, was das Spiel doch wieder will. Ich habe nur Spaß gemacht. Nee, ich darf ja nicht. Hat nur Spaß gemacht. Ein Späßchen. Darf ich das denn benutzen? Nee, darfst du nicht. Ist verboten. Das ist Band. Das ist Turnierband. Ich glaub, dann jag ich dich halt, Junge. Dann jag ich dich halt. Ist mir doch egal, wie ich es machen soll. Dann boah. Ey, ist ja unfair, wenn er geübt hat. Ich hab nicht geübt. Ich hab zweimal, seitdem wir das gespielt haben, habe ich auf dem Sofa ein bisschen Smash gespielt. Guck, das haben wir geübt, hat, Leute. Wie eklig. Jetzt hat er noch. Auf einmal viel besser geworden, ne? So krank besser geworden. Jetzt mache ich mal was, damit rechnet hier keiner. Wow, nicht. Ja, bei dir sehen die das ja. Bei mir nicht. Ja, stimmt. Du nimmst ja heute auf. Ausnahmsweise nimmt es mal aus meiner Perspektive das Smash-Gameplay. Oh. Hm. Es ändert natürlich alles, wenn wir es aus seiner Perspektive sehen. Das ist natürlich alles. Es ändert einfach fucking alles. Gameplay auf einmal viel besser. So einfach. Wollo kann nur, wenn die rote Lampe leuchtet. Ja, so. Ich selber nicht aufnehme. Dann nervt's mich. Ja. Boah, was ist das für eine scheiß Map? Das ist die Final Fantasy Map. Oh Gott. Komm mal, du Sau. Boah, hast du den Counter gesehen? Ist auch gerade Not gegen Elend ein bisschen, ne? Hä? Ich finde, ich spiele voll gut. Was redet der? Not gegen Elend. Das ist Not gegen Elend gerade. Gut spielst du nicht, aber ich spiele auch, wenn ich spiele halt schlecht. Du bist nicht gut, Wollo, ich bin nur schlecht. Leute, spiele ich gerade nicht gut? Ist mal im Ernst? Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Smash-Profis, ne, sondern
Casual gemütlich Menschen wie mir. Casual gemütlich. Casual gemütlich, Regie. Das ist das, was du willst. Oder? Nicht? Nee, ich will gewinnen. Ja, aber ist dann nicht mehr casual gemütlich. So, Spaß soll das hier machen. Komm schon. Nein. Oh, das war knapp. Ich wusste nämlich, dass du kommst. Hätte ich dich heute... Hast du endlich immer, wenn... Nee, okay, Frage hat sich beantwortet. Ist okay. Hätte ich heute eigentlich erwartet, hätte ich Kuchen dabei? Was? Ja, nein, Wann willst du? Hast du eigentlich immer was da, falls Besuch kommt? Aber dann habe ich gesagt, okay, deswegen habe ich doch schon gesagt, deswegen habe ich doch mitten im Satz aufgehört zu fragen. Ich kann dir eine heiße Schokolade anbieten, wenn du möchtest. Hast du was da? Heiße Schokolade hätte ich tatsächlich da, ja. Okay, ich hab halt immer Cola da. Also ich versuche immer normale Cola, weil ich trinke Cola Zero. Mein Schwager trinken alle. Up, falsche Richtung, nein. Die trinken meistens alle normale Cola. Cola? Und, ja. Cola? Das ist ja. Und halt, halt natürlich sowas wie Chips oder sowas, ne? Wenn man mal jetzt irgendwie was machen möchte oder so. Nee, tatsächlich nicht. Also ich könnte sowas dann auch gar nicht im Haus behalten. Ich würde das dann halt selber irgendwann essen. Vor allen Dingen, weil sonst wird es schlecht werden. Das bringt man ja auch ganz. Was du auf Besuch kriegst, meinst du? Ich krieg demnächst Besuch tatsächlich, Regie. Oha, von wem? Von Cornel und Onion Dog. Als ob. Die haben sich für 3 Tage ein Hotel in Bramsche gemietet. Ah. Und da treffen wir uns ein bisschen. Ah, das freut mich. Das kann ich ja machen, ne? Das ist ja bei mir. Das funktioniert. Das freut mich. Ja, das freut mich tatsächlich auch. Aber da muss ich dann tatsächlich keine Chips voll besorgen. Das ist auch ganz gut. Ja. Ich meine, du bist ja auch ein arschgeiler Gastgeber. Das sieht man ja immer, wenn deine Partys da sind. Dass da so aufgetischt wird. Da würde ich schon sagen, du bist da schon gut dabei. Nee, ich fühle mich sonst schlecht, wenn die Leute einfach da sitzen. Weißt du, ich fühle mich dann schlecht. Ich muss ja auch ein bisschen was den Leuten bieten, wenn die schon hinkommen, weißt du? Ja, die kommen ja auch von weit weg, ne? Ja, und dann denkt man sich, okay. Werde ich auch ein schlechtes Gewissen haben, aber. Ich meine, die wissen, worauf sie sich einlassen, denke ich, ne? Ja, das stimmt. Ja, bei mir gab es halt, es gab ja Currywurst Pommes, dann gab es noch Grillbrote, also hier diese Kräuterbutter-Baguettes und halt Burger, aber die waren leider nicht so gut. Die waren entweder roh oder zu hart, also die waren leider nicht so gut geworden. Also hätte ich mir einen Zahn abgebrochen fast. Das ist ja nicht so geil. Du hättest ja einen Zahn ab. Ja. Der Rob ist ja mega nervig. Wieso? Rob mega nervig ist, das ist jetzt gebannt, darf nicht mehr spielen. Hast du gleich geschafft. Bin auch schlecht mit Captain Falcon. Sephiroth! Ja, geile Mucke, ne? Sephiroth. Nee. Ach, halt doch die Klappe an, du bist wirklich so ein Banause, das hält kein Mensch aus. Dich müsste man eigentlich mal zwingen, Final Fantasy 7 zu spielen. Dass du mal ein vernünftiger Mensch wirst. Habe ich ja schon mal probiert, PS1 damals. Also, boah. Ja, machst Remake jetzt, ist ja klar. Gibt es das für die Switch? Nein. PS4? Remake ja, den anderen nicht. Das Rebirth. Ja, aber zu Rebirth kannst du dann ja eine PS5 kaufen. Kannst du erstmal 4. Oder kannst 4 auch auf dem PC spielen. 4 sag ich schon. 7 Remake auf dem PC spielen. Remake oder Rebirth? Rebirth dann nächstes Jahr wahrscheinlich auf dem PC. Ja, aber ich würde es ja auch. Ich will gemütlich auf dem Sofa spielen. Ich spiele aber das Remake lieber. Ja, spiel erstmal Remake. Und wenn dir das dann zu schlecht gefällt, dann brauchst du Rebirth ja auch gar nicht mehr. Ich glaube aber tatsächlich. Wobei, kann ich schwer einschätzen, ne? Aber ich glaube, es könnte dir gefallen. Ich denke schon. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendeinem Menschen nicht gefällt, ehrlich gesagt. Ja, naja, bestimmt. Einem Menschen, das nicht gefällt. Ja, aber die kann ich mir nicht vorstellen, weißt du? Ich kann mir nicht vorstellen, wie die sein müssen. Dafür. Ja, wie ich? Ja, weißt du noch gar nicht. Du hast doch noch gar nicht gespielt. Ich habe Final Fantasy 3 probiert. Ja, das ist ja, ich bitte dich. Nee, das ist nicht. Übersteuere ich bei dir eigentlich schon wieder, Wollo? Nein. Du hast doch schon ewig nicht mehr bei mir übersteuert, oder? Ja. Und aber wenn, dann liegt es doch an dir, nicht an mir. Also halt, ja, ja, nein, das wollte ich ihn fragen. Weil tatsächlich, warum auch immer, regelt der Gaming-PC, auf den du mich ja hörst, manchmal einfach mein Mikrofon hoch, warum auch immer. Ich weiß aber nicht, warum. Das ist sehr anstrengend und nervig.
Aber was ich viel schlimmer finde, ist, wenn ich das nicht wirklich finde, oder was ich nicht, was ich hier rausgefunden habe, ich habe es jetzt mal ein bisschen mehr angehört und so. Und ich habe es auch gerade, ich hab's gemerkt bei den One-on-One-Parts, ne, die wir ja aufgenommen haben, da nehmen wir beide den Ton auf. Ich klinge bei dir im Discord so viel schlechter als bei mir, und das ist ja Wahnsinn. Du gehst bei mir im Discord voll, aber ich bei dir im Discord, das ist die Katastrophe. Ja, okay. Nee, es ist einfach nur rausgefunden. Ja, hast schon fünfmal erzählt. Wissen wir. Jetzt? Okay, was soll ich dazu jetzt? Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Weiß ich nicht, was du versuchst, mich unterhalten. Es tut mir leid, dass ich mich versuche, mit dir zu unterhalten. Ja, aber wie gesagt, das haben wir schon fünfmal oder so durchgekaut. Mindestens. Ja, wir haben alles schon fünfmal durchgekaut. Seien wir den Kanal. Ja, aber dann ist kein spannendes Thema, tatsächlich. Ich glaube, für die Zuschauer ist es noch langweiliger als für mich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, nur du bist wieder auf Langeweile getrimmt. Ja, weiß ich nicht. Ja, pro Langeweile so schlecht ist dein Ton halt auch nicht. Der ist okay. Ja, ich weiß, aber mich stört's halt. Legenden Z. Ja, Erwartung. Juckt. Juckt gar nicht, ne? Juckt so wenig. Also ich freue mich ein bisschen, weil ich mochte ja X und Y sehr gerne. Das war ja mit eines meiner Lieblings-Pokémon tatsächlich. Pokémon-Spiele. XY. Habe ich auch damals privat sogar. Das war das erste Pokémon-Spiel, das ich seit der dritten Generation, nee, seit der vierten Generation wieder privat durchgespielt hatte. Ja, du warst ja auch fast ein Kind, ne? Wobei, X und Y? Ja. Kam das denn raus? 2016? Ich so anfangs Let's Player-Zeit gefühlt, Let's Played. Da kann das natürlich sein, dass ich da Kind war. Ich muss mal gucken, wann es rauskam. Gleich mal. Mach ich mal nach dem Kampf hier. Weil aber du hast, das stimmt, das hattest du auch Let's Played, ne? Naja, das hatte ich Let's Played. Hab ich jetzt nicht, ich glaube, das habe ich sogar bei dir geguckt. Ja, wenn nur recht und billig, ne? Ja. Man merkt nicht, dass du das mit den. Spielst du denn, also mit dem kann man auch die Tekken-Kombination spielen, ne? Nein, das ist die Street Fighter-Kombination. Ich spiel's mit den Street Fighter-Kombos auch, ja. Ja. Und ich habe den hier seit Release nicht mehr gespielt. Ach, der andere ist Kazuya aus Tekken, ne? Genau. Das hier ist Street Fighter. Du machst mich verrückt. Das Ken aus Street Fighter, Digga. Dann gibt es ja Street Fighter und Tekken Crossover hier quasi. Das ist ja krass. Es gibt sogar ein Street Fighter X Tekken Videospiel auf der PS3. Das wusste ich nicht. Wusste ich, dass du das nicht weißt. Das kennen viele, glaube ich, nicht. Das lief nicht so gut. Das verrückt ist irgendwie, ne? Das ist verrückt. Ja, aber vor allem, das sind eigentlich die beliebtesten Prügelgenres, würde ich sagen, oder? Nach Smash? Nach Smash, ja. Ich glaube das nicht, ist das der Verlierer jetzt hier. Ich glaube das nicht. Ich glaube das für dich mit. Wieso solltest du das nicht verlieren? Nur weil ich den Charakter seit 3 Jahren nicht mehr gespielt habe? Ja. Das heißt doch nichts. 2013? Ich meine, ich kenne ja. Ja, siehst du? Vor 11 Jahren. Da warst du wirklich noch ein Kind. Da war ich 17. Ja, siehst du, ein Kind. Krank. Kein Wunder, dass du das so als gutes Spiel in Erinnerung hast. Ja, das war auch für mich eine. Wobei mit 17 nicht mehr so. Aber so 15, 16 war halt auch so meine Lieblings-Pokémon-Zeit. Ich glaube, das ist eine. Halt auch eine schöne Zeit zum Pokémon-Spielen, einfach so, ne? Ja, in dem Alter. Da hat man noch so Schule und so ein bisschen. Schule? Ja, hatte ich da nicht mehr. Doch, hatte ich wieder, glaube ich. Ich hatte ja erst eine Ausbildung gemacht, kurz 2 Monate. Und dann bin ich ja wieder zur Schule. Nee, war gut so. Ich habe die ganzen DLC-Charaktere gar nicht, ne? Schade nicht, ich habe alle mal gekauft. Ich habe nicht einen DLC-Charakter. Ja, brauchst du noch nicht. Warum nicht? Wofür? Zum Kämpfen gegen Kannst du jetzt mal langsam einen auswählen, danke. Ja, ich hab mich nicht entschieden. Eisclimber? Ja. Okay, du hast keinen Bock mehr? Okay. Sag doch einfach, dass du keine Lust mehr hast. So. Nein, die konnte ich mal. Die konntest du mal? Ja, im Brawl. Guck mal, wie süß die lächeln, das mag ich. Ja, im Brawl konnte ich den. Wii U gab's ja nicht. In dem 3DS. Dann lass mich mal überraschen. Letztens habe ich gegen einen Eisclimber-Typen gespielt. Online. Auch mit Link, glaube ich, habe gewonnen. Und ich lasse mir diese Eisclimber-Streak nicht nehmen von dir, Regie. Ja, verstehe ich. Ich bin auch nicht so, also ich bin jetzt nicht unter. In Brawl habe ich tatsächlich so weit gemacht, dass ich alle spiele. Also ich konnte alle spielen.
Echt? Ja, also nicht gut, aber ich konnte halt zumindest, ich wusste, was jeder macht und so. Also so, das war mein Ziel. Ich habe aber auch mit allen damals den normalen Modus gemacht und so. Das war tatsächlich damals mein Ziel. Und Eislemmers fand ich damals ganz schön. Ness war ich damals im Brawl, fand ich auch sehr stark mit. Das war also auch sehr gut. Oh Gott. Nice. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Eislemmers kann ich ein bisschen. Die spiele ich nur nie, weil ich immer denke, ja, die sind ja eigentlich, ne? Ja, das ist so genau richtig. Ja, sind da die Eisclimbers, ne? Weißt du so? Niemand findet Eisclimbers cool, so. Das ist irgendwie. Ich würde auch sagen, niemand hofft darauf, dass ein neues Eisclimbers-Spiel kommt, oder? Hast du das überhaupt mal gespielt? Nein. Doch, die auf diesem Brawl-Ding da, wo du diese Testdinger machen konntest. Gab es da diese Testspiele damals, wo du auch 5 Minuten Zelda spielen konntest und so, weißt du? Ja. Da habe ich das gespielt drauf. Ich habe mir das tatsächlich damals, das war das erste Spiel, das ich mir in der Wii Virtual Console geholt habe. Ice Climber? Ja. Weil ich mir dachte, das habe ich noch nie gespielt. Und ich kann die Ice Climbers ja auch aus den Smash spielen. Dachte ich, gucke ich mir das mal an, ne? Ja. Ja, ne, das waren gut investierte 5 Euro oder was das war. War ein Spiel. War ein Videospiel. Kann man schon so sagen. Ach, scheiße, jetzt ist er nur noch alleine. Sie ist alleine, ich spiele sie. Ich verliere einfach gegen einen fucking Eisclimber. Gegen einen Eisclimber. Sephiroth. Er ist aber auch schnell, muss ich sagen. Der ist auch wirklich fähig. Okay, komm. Das wäre jetzt die Blamage. Komm schon. Gönn mir die Blamage für Wollo. Lieber Eisclimber, Gott. Können wir doch mal sehen. Ich spüre die Anspannung, Leute. Ja, ich bin gerade wirklich anspannen, weil ich würde schon gerne gewinnen. Ich denke, das kannst du fast nicht mehr verlieren. Doch, das werde keiner verlieren. Wenn jetzt mein Bruder dumm stirbt, oder ich, die fliegen halt schnell, ne? Das ist halt das Problem. Das lässt du dir mal in Ruhe. Die Fans wollen mich, Ricky. Die Fans wollen mich. Ja, die wollen wirklich dich. Die wollen immer dich. Das war dumm. Ja! Scheiße! Ah! Eisclimbers, Alter! Na, war aber auch knapp, ne? War jetzt nicht irgendwie überlegener Sieg. Ja, aber Respekt, Eisclimber. Vielleicht solltest du Eisclimbers main, Regie. Hast du mal nachgedacht? Ich bin jetzt dabei, das zu mainen. Dass wir die noch nie bei dir gesehen haben. Krass, oder? Ist es wirklich. What the fuck? Die Eisclimbers. Der Junge steckt voller Mysterien, ey. Wo wisst ihr, was ich auch schon ewig nicht mehr gespielt habe, was ich aber eigentlich liebe, aber in dieser Version dann irgendwie doof fand? Wo ist der denn überhaupt? Wo ist der überhaupt? Finde ich nicht mal da. Oha. Ja, den kann ich hier überhaupt nicht. Aber ich habe letztens Brawl wieder gespielt im Run, wie wir wissen, ne? Und da war natürlich auch wieder Snake mein Pick. Der Wahl, ganz klar. Geile Map. Ach, immer diese Map hier, Alter. Oh Gott. Hab ich schon ewig nicht mehr gespielt. Das Gute ja hier dann ist ja, dass hier die Pokémon nicht müde werden, wie im Brawl. Die werden müde im Brawl? Ja, im Brawl werden die müde, ja. Da musst du die teilweise irgendwann wechseln. Ah, du hast einfach Shiki umgebracht. Der wurde auch müde. Alter. Nice. Ja gut, Feuer, ne? Feuer gegen Pflanzen-Pokémon. Das ist klar. Kann natürlich nicht funktionieren. Wundert sich niemand. So, jawohl. Alter, Glurak ist aber auch ein cooles Pokémon, ne? Das coolste.
Ich finde Shiggy besser. Sag ich, wie es ist. Shiggy ist auch cool, aber Turtok ist schon Baba. Baba. Ja, nicht? Es ist schon schön. Mann. Kettengranate. Na, das war Pech. Ich muss einfach Bisaflor zum... Oh Gott. Jetzt aber. Ich muss aufpassen wie eine Feuerattacke von Snake. Das ist die... Oh, Scheiße, die Scheiße. Merkt ihr die Regenwürmer husten? Ist Jimmy krank? Jimmy ist krank, ja. Krank geil. Scheiße. Okay, sieht ganz gut aus eigentlich. Ich hatte eigentlich gerade das Gefühl, ich lieg zurück. Nee, du liegst vorne. Gar nicht. Nee, du liegst gut vorne. Scheiße. So wie zu meinem guten Vorsprung. Auf Chigi. Ich finde schon, man könnte sich kurz aussuchen, wie man nimmt. Weißt du, man kann so irgendwie drücken, so wie bei Schulk, wenn du aussuchst, weißt du? Diese, welchen Spot du nimmst und so. Ja, unfair. Oh, ich habe die Granate nicht gesehen. Okay. Ich wollte eigentlich links B machen. Das hat mich verdrückt. Das wollte ich machen. Oh, shit. Oh. Nee. Mann, nee. Nee. Ey, warum explodiert denn das nicht? Weil Glurak fliegt. Glurak fliegen. Fuck. Ich meine, hat Snake gut Power, wenn er einmal selbst... Nein! Oh, Scheiße, jawohl! Alter. Du kannst einen selbst so nicht. Hau Wemps da richtig rein. Nein. Okay, Rigi, jetzt geht's um Besten der Welt. Besten der Welt. Ja, jetzt gewinnt es der Beste der Welt. Das ist okay. So. Nintendo gibt eine 15 € eShop-Karte als Runde. Weltmeisterpreis raus. Bonusrunde. Okay. Tja, wenn es um den Besten der Welt geht, ne? Dann kann ich ja nur. Geht ja gar nicht anders. Muss ich ja. Mir sind die Hände gebunden. Oh, der ist schon drin. Wie schnell du bist, war klar. Okay, Ridley gegen Eisklar. Eisklar war auch eigentlich scheiße für Ridley, würde ich sagen. Dadurch, dass es zwei sind. Aber ist eh uns für jeden unfair eigentlich, ne? Ja, ist für jeden eigentlich unfair. Also selbst wenn ich einen packe, ist der andere ja noch da, der blöde Wichser. Das ist ja... Ja, aber das werde ich verlieren nicht. Ich hab einfach nur das Gag genommen, jetzt die Eisklar ist. Scheiße. Wäre. Digga, kannst du auch andere Attacken kriegen? Kannst du nur das? Ich nicht so an. Nee, ich will ja fair gewinnen, ne? Mach alles, was du kannst. Ich versuch's. Wie gesagt, besser der Welt, sonst nicht. Wenn wir ja auch verdient haben am Ende. Oh! Leute, Feuer regelt. Ja. Feuer regelt. Er kann ja nicht mehr zurück.
Ist noch alles drin, Regie. Nee, ist einfach zu null drin. Spielen. Ja, sagst du einfach. Hä, du hast immer noch kein Leben. Das ist doch scheiße. Wenn man den anderen trifft, verlierst du nicht mal Leben, Digga. Das ist doch, wie dumm ist das eigentlich? Der Eisklar war wahrscheinlich S-Charakter. Das Gefühl. Kommt mir alles komisch vor. Also sind die auch noch spezialisiert auf Rettungen? Glaube ich. Immer schön voneinander trennen. Wieso hat das denn mit Link nicht so geklappt? Scheiße. Wieso hat er mit Link so anders gegen Link so anders gespielt? Nee, gegen Link kann man. Ja, das ist krass. Mit Ridley bist du einfach krass besser. Nee, ich glaube, ich bin mit Link auch ganz schön gut. Wobei, nee. Du bist mit Ridley viel besser. Ich möchte einfach gerne mal wechseln. Aber jetzt würde ich Main gegen Main. Das war die Bonus. Ja, okay. Dann das war die letzte, das kommt die Bonus. Das ist die Ultra-Bonus-Runde, ist das jetzt. Aber weißt du, was macht mir Spaß? Ich glaube, die werde ich mir mal ein bisschen angucken. Also heute ein geiler Smash-Stream bei dir. 12 Stunden smashen? Nein, auf gar keinen Fall. Eisclimbers in Elite-Smash bekommen? Nein. Schade. Das will ich gucken. Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Ich spiele heute schön wieder GTA. Hm. Endlich mal wieder gemütlich GTA spielen. Endlich wieder. Ach, ich hab gerade mit einem Steuerkreuz wollte ich laufen. Alter. Was mach ich denn? Was ist denn jetzt los? Schlaganfall. Gamer Challenge, heute mit Steuerkreuz Smash spielen. Ja, da passiert nichts. Der läuft halt nicht. Ridley, bist du halt so gut, ne? Nee. Doch. Doch, bist du. Ey, ihr campt ja auch einfach die Ecke. Ich campe. Ja, das ist halt Smash, man versucht jemanden von der Ecke runterzuschmeißen. Das spielt man ja. Ich meine, so spielt man Smash doch, oder nicht? Das ist doch alles cool, ich habe doch nichts gesagt. Das war doch okay, war doch richtig. Okay. Nee, es fühlt sich immer alles so nach Kritik an, ne? Vielleicht bin ich auch zu empfindlich dafür. Muss man auch. Bist du auch. Bin ich wahrscheinlich, ja. Ja, liegt an mir. Nicht immer an dir. Ja, vermutlich wirklich. Schon häufig. Ja, Leute, das ist jetzt so, ne? Da muss nichts mehr zu sagen. Das ist vorbei. Nee, das ist Scheidungspapiere sind schon auf dem Weg. Das war's mit dem Exit Boys. Schluss jetzt. Wir haben schon so einen guten Namen, der trotzdem gefunden wird auf den Kanälen, auf YouTube. Fuck. Guck mal, wie eklig er ist, ne? Nein, ich hab Mist gebaut. Guck mal, wie eklig. Ich hab mich verdrückt, wirklich. Ich wollte ja auch einen Stock. Ich hätte dich liebend gerne gedreistockt. Wenn du das nicht machst, dann mach ich das für dich. Nein, ich hätte dich liebend gerne gedreistockt. Jetzt versuche ich auch perfekt noch zu spielen. Ja, dass ich mit 0% rausgehe. Oh, der war gut. Gegen, das war keine Absicht. Leute, wenn ihr glaubt, das war Absicht, 1 im Chat, 2, wenn ihr mir vertraut. Vertraut mir. Bin der ehrliche Wollo, so nennt man mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.